Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute laden wir Sie ein auf eine Entdeckungsreise rund um die Welt. Aus allen Herren Ländern kommen die aromatischen und farbenprächtigen Früchte, die Sie jetzt in Ihrem Grobladen finden. Sogar die bekanntesten von diesen Exoten, wie zum Beispiel die attraktiven Ananas, kann man tatsächlich neu entdecken. Zum Beispiel als saftig-süße Aromaspender in den verschiedensten pikanten Saläden. Reif ist ein Ananas übrigens, wenn sich die Rosettenblätter leicht rausziehen lassen. Und reife Kiwis hingegen erkennt man, wenn sie auf leichten Druck nachgeben. Die frischgrünen Früchte kann man auf vielseitige Arten geniessen. Besonders dekorativ ist, wie man sieht, ein Kiwi-Kuchen. Auch bei den Avocados ist es wichtig, dass man sie richtig gut ausreifen lässt. Dann erst sind sie butterzart und parat zum roh, süß oder pikant servieren. Lime oder Limette sind die kleinen grünen Schwestern der Zitrone. Sie enthalten viel und sehr aromatischen Saft und werden darum gern für raffinierte Drinks verwendet. Ebenfalls im Exotenangebot von Coop gibt es Passionsfrucht, die Sie ja sicher von den schönen Blüten her kennen. Wenn die Frucht reif ist, hat sie bereits eine recht schrumpflige Schale. Dann kann man sie halbieren und samt den Kernen auslöffeln. Die Mangos sind je nach Sorte säuerlich oder süß. Das zarte Fruchtfleisch kann man zum Beispiel in Scheiben geschnitten mit einem Tupfer Rahm servieren. Und so einen feinen Fruchtsalat kann man unter anderem aus einer Papaya machen, wenn man die süßliche Frucht, die ja ähnlich aussieht wie eine Melone, in Streifchen geschnitten hat. Noch mehr exotische Köstlichkeiten gibt es in Ihrem Coop-Laden und dazu die praktischen Prospektli mit vielen Rezeptvorschlägen. Nach diesen Dessertvorschlägen kommt jetzt das Hauptgericht für einmal am Schluss, und zwar aus der Studioküche. Bei mir geht es ganz und gar nicht so exotisch zu, im Gegenteil. Es gibt eine wehrhaftige Halbshaxe nach Tessiner Art. Pro Person eine Halbshaxe mit Salz und Pfeffer würzen und im Mehl wenden. Dann auf beiden Seiten im heißen Fett sehr gut anbraten. Die Haxe rausnehmen und im Fond in Streifchen geschnittene Sellerie, Riebli und Peperoni. Gehackte Zwiebeln und Peterli dämpfen. Mit Weisswein und Wasser ablöschen. Die Haxe wieder zurück tun. Und zudeckt 1 bis 1,5 Stunden auf kleinem Feuer schmoren. Bevor Sie die Haxen anrichten, bestreuen Sie sie mit ein bisschen abgeriebener Zitronenschale. Und dann servieren Sie sie mit Reis und einem Frühlingssalat. Das Rezept lohnt sich nachzukochen. Es steht ja in der Coop-Zeitung. Und jetzt beachten Sie noch das Aktionsangebot. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 100 Gramm Lachsforellenfilet geräuchert, wackverpackt für nur 3,50. 2 Liter Upvollmilch oder Upmilchtrink, 30 Grappen günstiger. Zum Beispiel 2 Liter Milchtrink statt 3,50 nur 3,20. Und nur morgen und am Samstag Kiwi per Stück 45 Grappen. Ein Ananas für nur 2,50. Und Avocados Stück nur 1,20. Auf Wiedersehen!